Moin moin liebe Leute, heute wollen wir mal diese Inspektionsmeldung resetten. Die wird auch hier im Display angezeigt und los geht's. Viel Spaß. Als erstes drückt ihr mal auf diese Taste und haltet diese gedrückt. Jetzt schaltet ihr die Zündung an. Wartet einen Augenblick, immer noch gedrückt halten, Inspektion zurücksetzen, loslassen, einmal kurz drücken. Service ist zurückgesetzt. So, das sollte es schon gewesen sein. Wir überprüfen das Ganze nochmal. Dafür habe ich den Schlüssel nochmal abgezogen und mache nochmal auf Zündung jetzt. Und im Normalfall, genau, keine Einträge vorhanden. Der Service ist damit resettet. Und wir schauen jetzt auch nochmal auf das Display. Dafür gehe ich mal hier in das Setup rein. Scroll mal runter, gehe auf Service. Und da sagt er uns, Inspektion in 30.000 Kilometer oder 365 Tagen. Damit ist die Sache erstmal erledigt. Bis zur nächsten Inspektion. So, kurzes Video. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Und abonniert gerne den Kanal oder gebt uns einen Daumen nach oben, wenn ihr wollt. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.